Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Green Hell. So. Warte kurz, sag nochmal irgendwas. Hallo? Oh, hallo. Warst du gemutet, oder? In Discord noch? Ja, war ich. Alles klar. Ja, wir haben hier eine Kiste gebaut. Hier haben wir ein bisschen auch Materialien auf die Seite gelegt. Und jetzt waren wir gerade dabei. Hast du überhaupt Ausdauer oder musst du dich nochmal schlafen legen? Nee, ich hab Ausdauer. Meine Gesundheit ist halt so, naja. Ja, was fehlt dir denn? Ja, ich hatte halt so einen Wurm, deswegen. Ach so. Den habe ich aber schon rausgeschnitten. Und Blutegel. So. Wo hast du einen Wurm hergekriegt? Keine Ahnung. Und mir fehlt Wasser, Fett und Proteine. Ja, Wasser kannst du ja links trinken. Ist ja eigentlich noch was drin. Ich kann ja auch da trinken. Ja gut, da kriege ich wieder Nicht zwingend. Das ist unsicher, aber ich habe bis jetzt zweimal draus getrunken, habe nichts bekommen. Also kann man die ja rausschneiden. Wenn es zu Notfall war, falls es nicht regnet. Dann schaue ich mal, dass ich einen Fisch für dich fange, wenn dir Proteine fehlen. Ja. Na, ein Fischi, 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 Fisch. Wie der Fischsimulator 2020. Das Fischen ist gar nicht mal so leicht, muss ich ehrlich sagen, weil es nicht häufig hier Fische gibt. Oh, das sieht so hammer aus. Also wie das, wie die Sonne hier in dem Wasser reflektiert. Ne, das ist echt gut gemacht. Aber ein Fisch. So, ja. Sammeln. Oder eigentlich meine Proteine aus. Oh ja, super. Feuer ist ausgegangen. So, ja. Was hast du gebraucht? Die Asche oder was? Auch, ja. Na gut, dann baue ich schnell ein neues Feuerchen. Ja, weil wir brauchen ja dann nochmal Lehmziegel. Da. Perfekt. Dann muss ich wieder Feuer machen. Benutzen. Und dann ein bisschen trockenes Gras. Ich verstehe nicht, warum bei mir das trockene Gras nicht bei dem, also in der Tasche ganz rechts bei dem Feuer machen ist. Weil unten sind ja eigentlich so drei Laschen. Da kommen nur Fasern hin. Das ist total unlogisch eigentlich. Aber okay. Jeden das seine, ne? Dann hau ich mal den Fisch rein. Ja. Zwei Stück. Jetzt müssen wir das mal ausprobieren mit der Wand hinmachen. Bin schon dabei. Ah ja. Und dann das Lehm vielleicht rein. Irgendwie so. Hier ist es weit geflogen. Langer Stock. Langer Stock. Haben wir wieder ein paar normale Stöcke. Ich habe das Lagerfeuer gebaut. Könntest du zum Lagerfeuer bitte gehen und gucken wegen deinem Fisch, weil nicht, dass sie wieder verbrennen. So schnell geht es nicht. Ah, da ist noch ein langer Stock. Naja. Brennt schon oft bei uns an, nicht, wie viel Zeug ich schon zerstört habe. Und fertig ist es schon. Deswegen. Ja, ich komme schon. Und dann können wir wie spät ist denn? Warte kurz. F. Ja, gut, ein bisschen bleiben wir noch wach. Müsste schon wieder besser gehen, oder? Ja. Jetzt wollte ich noch gucken, kann man eigentlich Tagebuch, was kann man noch so als Lager bauen? Wir können Trockengestellen, Lehmkohleofen. Haben wir den Lehmkohleofen schon mal gebaut? Mathe. Was bringt der eigentlich? Aber dieser Ofen, den musst du an die Wand platzieren. Wo ist er denn jetzt? Lehmkohleofen doch nicht. Achso, ich meine den Lehmkamin. Was bringt denn das? So. Was bringt denn der Lehmkohleofen? Vielleicht kannst du. Nee, aber. Nee, weiß ich nicht. Kann man da irgendwas räuchern oder?
Wäre schon verrückt irgendwie. Wollen wir das aber im Haus dann machen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Aber jetzt lass erstmal das fertig bauen. Ja. So, das geht leider nicht. Zu hoch. Können wir noch so bauen? Lehmschmiede. Lehmschmiede ist sehr interessant. Können wir auch mal bauen. Funktioniert das? Ja, ich kann es platzieren. Oh, nice. Wie viel brauchen wir noch? Ich mag reintun. 8. Was? Ich glaube, das 8 waren, ja. So viele brauchen wir ewig, um das zu bauen. Schau nochmal. Ja, 8. Geh doch mal weg. Holy shit. Oh mein, ewig, um sowas zu bauen. Das dauert ewig lang. Na, zweimal diese Lehmmischung. Holy shit. Ja, da kannst du aber nicht ein ganzes Haus bauen. Ah doch, es geht schon. Ja, toll. Ach du Scheiße. Ach ja, gut. Dann, ich bin schmutzig. Ich wasche mich mal. Waschen. Dann einmal Lehm nehmen. Ah, hab schon. Ist schon wieder voll. Und das rein. So. Ja, jetzt können wir langsam schlafen gehen. Es ist bald 10. Schaut's aus. Hast du die Asche? Ja, ja, ich bin gerade noch beim Gießen. Gießen. So. Dann gucke ich mal, was es noch so gibt. Da haben wir Leitern. Ja, das kennen wir ja alles schon. Und was haben wir hier? Achso, das ist überall die Nahrung. Vielleicht so ein Trockengestell oder sowas wäre auch ganz nice gewesen. Kann man ja noch machen. Großer Stein. Großer Stein. Großer Stein. Ah ja. Ich muss mal ein paar große Steine suchen. Wollte ich aber nochmal gucken, was es noch so gibt. Was haben wir alles? Dann hier eine Lehmdusche hätten wir auch. Gut. Ob die jetzt unbedingt notwendig ist, weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich gar nicht. Fallen. Weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Das habe ich jetzt alles schon gebaut. Kleiner Setzkasten, große. Ich mache mal einen kleinen Setzkasten irgendwo hin. Ja. Wo man unsere Pflanze reinhaut. Oder? Ja. Wo sollen wir die oben bei uns im Haus machen? Ich weiß halt nicht, wie groß das wird. Da ist dann innen, wo du gerade bist. Ich weiß nicht, hier würde ich vielleicht sogar noch draußen machen, so wenn man da bauen kann. Nee, kann ich nicht. Nee. Und dann ich jetzt schon noch hier nochmal so einen Rahmen hin. Das ist, das soll ja ein bisschen groß sein. Da kannst du es hin, ja. Ja? Ja. Gut. Dann machen wir hier eins hin. Ja, fast noch eins hin machen direkt. Dann machen wir hier einen Stock, hier einen Stock, hier einen Stock, hier einen. Hier einen Stock. Feuerbrett, so viel Feuerbrett. Meine Güte. Einer Setzkasten nochmal daneben. Oh, aber schaut gut aus. Nee, die Pflanze wieder weghauen. Ah, ich muss erst. Meine Ausdauer ist wieder weg. Wir müssen jetzt schlafen. Es ist eh mitten in der Nacht. Ja. Jetzt pass auf, jetzt muss ich mich erstmal untersuchen, weil ich hier irgendwas habe. Ja, stimmt, warte. Jetzt auch nochmal aufwachen. Schon wieder waschen.
Da. Eins, zwei, drei. Geht's mir wieder gut? Jetzt muss ich mich hinlegen, bevor ich ohnmächtig werde. Oh Gott, ganz schön knapp. So. Jetzt könntest du dich auch hinlegen und dann könnt man schön durchschlafen die Nacht. Wunderbar, perfekt. Ja, perfekte Zeit, Alter. Wir schlafen bis viertel vor acht. Alter, mein Leben ist gerade so runtergegangen. Ruhiger Schlaf, Lust, geistige Gesundheit, weil ich durstig bin anscheinend. Er trinken. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Okay, das ist voll. Dann erstmal noch eine Banane. Tust du dann noch mal fischen? Mhm. Muss ich eh, weil ich noch ein paar Proteine brauche. Du auch, oder? Ja. Und Fett. Jetzt brauche ich, bin ich Fett auch leer. Ja, gut. Ich habe kein Fett. Ich such's so. Also, ich habe seit den letzten drei Folgen eigentlich, ja, eigentlich seit Anfang an habe ich kein Fett. Weiß nicht, wo ich Fett herkrieg. Das ist ganz schön schwer in der Früh zu fischen, weil das so Wasser so reflektiert. Ich sehe da nichts. Ich sehe echt gar nichts. Ich sehe die ganze Zeit nur alles hell. Oh, das sieht so geil aus. Geil, wie es aber ausschaut, umso störender ist es beim Fischen. Einfach wirklich so. Na? Aber mit einer Angel wäre das angenehmer. Ja. Einfach Angel reinhalten und warten, bis es anbeißt. Ah, da ist eine Tabakpflanze. Ja. Ja, die Fische lassen sich ganz schön. Traut sich keiner gerade ran. Muss mal gucken, wir mal, ob ich woanders noch fischen kann. Da ist einer. War doch einer gerade. Ja, gerade wollen sie nicht so richtig, die Fische. Schlafen noch. Nee, einer ist schon vorbeigeschwommen, aber das war im tiefen Gewässer, da bin ich eben nicht hingekommen. Weißt du, da brauchen wir eine Angel dafür. Mal dahinter. Da ist es. So ein Wasserfall. Oh nein! Dammit. Was hast du denn jetzt gemacht? Ein Bienennest reingelaufen. Oh. Aber. Scheiße. Trinkt vielleicht Honig. Nice. Und der Kokosnuss liegt da. Wunderbar. Oh, ich hab ein Vogelnest gefunden. Oh, no. Oh, ein Ei. Das ist ein, ja, genau. Ein Ei bringt, glaube ich, ein bisschen was. Gar nicht mal so wenig. Weil ich mich erinnern kann. Ich weiß es gar nicht, was ich gegen den Ausschlag machen soll. Ich brauche immer noch einen blöden Fisch. Ja, was ist denn das? Eine Seerosenblüte. Okay. Ich habe eine neue Pflanze entdeckt.
Leider ist gerade kein Fisch. Ah, ich glaube, wir haben sie alle Ja. gegessen. Kann Ich leider finde gerade nicht leider auch fischen. gerade kein Schweinchen oder sowas. Nö, ich finde keinen Fisch. Muss jetzt auch mal was gucken, was ich gegen den Ausschlag machen kann. Ich habe jetzt Ausschlag. Tagebuch. Da, geistig. Ausschlag da, Ausschlag. Ein Verband mit Kombination mit einer Pflanze mit antihistamischen Eigenschaften beschleunigt den Heilungsprozess. Ja, antihistamische Eigenschaften. Nur mal da. Antivenine-Eigenschaften. So, das ist gegen Gift wahrscheinlich. Honig bringt anscheinend, weil da kein Strich ist. Weil hier ist. Es ist so ein Strich, das heißt, bringt nichts im Verband. Aber hier bringt es anscheinend was im Verband, oder? Da steht ja auch eine Eigenschaft. Da ist ein Strich. Kann ich mal Honig versuchen? Zeigt mal, welche Pflanze man vielleicht ins Verband reinhauen kann. Ja. Ich glaube, Honig kann man irgendwie mit dem Verband mischen. Ich guck mal. Crafting? So, warte, ich habe die Verbänder in die Kiste getan. Ja. Crafting? Verband? Wo ist mein Honig? Kann man essen? Oh ja, also Honig kann man essen, aber auch mit einem Verband irgendwie herstellen. Weiß jetzt aber nicht, was das bringt, ehrlich gesagt. Ja. Honig, weiß ich auch nicht. Gegen was könnte das helfen? Steht es jetzt vielleicht da, weil ich es in einen Verband gemischt habe? Desinfizierend? Antiseptikum, Antihistaminak. Alter. Das sind Sachen, das kann ich gar nicht aussprechen. Antihistaminikum, das heißt, es hilft gegen allergische Reaktionen. Ah ja, perfekt. Weil ich glaube. Warte. Oh ja, genau. Hilft gegen Ausschlag. Perfekt. Dann nehme ich das gleich. Wie ging das jetzt? Tab. Dann untersuchen. Wo habe ich meinen Ausschlag? Achso, der ist schon lange wieder weg. Oh gut. Tja. Der ging schnell weg. Schnell konnte ich gar nicht reagieren. Okay, der ist weg. Der Ausschlag. Habe ich aber einen Verband gegen Ausschlag. Ist nicht schlecht. Kann man immer gebrauchen. Das bringt ja noch irgendwas. Oder? Irgendwas war noch. Auch Proteine. Ich brauche jetzt unbedingt einen Fisch. Da waren am Anfang so viele Fische drin. Jetzt. Da angeblich nichts mehr. Ist doch nicht, oder? Mal kurz wieder hinlegen. Oh, da ist ein Fisch. Ich sehe ihn. Ich sehe den Fisch. Muss mal kurz hinlegen. Sonst kippe ich gleich wieder tot um. Oder ohnmächtig zumindest. Ja. Bisschen Ausdauer ist nicht schlecht. Lehmschmiede. Aufwachen. Was? Ja, eine Schmiede, wo man wahrscheinlich Eisenerz und so rennen kann. Nein, der Fisch ist weg. Ich schwimme mal hier den Bach entlang. Ja. Mal, vielleicht komme ich an irgendeine Stelle, wo ich noch mehr angeln kann.
benutzen. Aha. Ich werde im Dschungel niemals in irgendein Gewässer schwimmen oder tauchen. Niemals. Ne. So Schiss, dass irgendwelche Viecher da drin sind. Irgendwelche giftigen. Irgendwelche Piranhas, irgendwelche Krokodile, was weiß ich. Was es alles gibt. Habe ich einmal einen Fisch gesehen, jetzt ist er weg. Doch nicht. So. Da ist er. Ganz vorsichtig. Und? Ah, oh, ich habe ihn erwischt. Ah, oh, ich habe ihn erwischt. So. Kann ich den Körper? Nee, kann ich nicht. Ich leg dir da mal was hin. Was denn? So, da. Hast du schon wieder Nüsse her? Weil ich ein bisschen rumgegangen bin. 15 fährt wenigstens besser als nichts. 10 Proteine, 10 Fett bringt das Ei. Hau mal jetzt einen Fisch rein wieder. So. Warte, Kohlenhydrate kann ich mal wieder esse ich die Banane. So. Ich habe hier Rosenblütenblätter. Seerosenblüten meine ich. Ja. Ich weiß aber noch nicht, was die bringen. Das ist halt die Frage jetzt. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Unbekannte Zwiebel, Tabak. Eine Seerose. Bringt anscheinend nichts im Verband. Essbar weiß ich es noch nicht. Und gegen irgendwelche Parasiten muss ich ausprobieren. Aber ich muss schon wieder schlafen, ey. Das ist nicht mehr normal. Also ich probiere jetzt mal nichts Unbekanntes aus, weil ich bin immer noch wegen dem Wurm ja, ist klar. Logisch. Ich würde es halt auch gern erst probieren, wenn ich halt voll HP bin, aber das geht halt nicht, solange ich kein Fett habe. Ist einfach so. Ja. So, ich esse jetzt einmal den da. Und ich lege dir jetzt auch mal einen Fisch rein. Ja. Nuss. Nuss. Im Ziegel. So. Hast du da gerade die Steine rein oder was? Jo. Ey, jetzt können wir mehr braten. Oh, und es kam auch ein neues Ding dazu, oder? Lagerfeuer, ja, irgendwie schon. Oh, das ist ein großes, schau. Ja, gut, das ist wahrscheinlich, wie wir gerade gecraftet haben. Das ist wahrscheinlich das. Weil das ist ja ein kleines mit einem Ring außenrum und jetzt haben sie ein großes, wo du das gleich bauen kannst. Mit einem Ring außenrum. Ich weiß. Ja, wenn dann draufstellen irgendwie. So irgendwie, wenn dann, ja. So ist okay. Finde ich auch sehr stark, dass es ein sehr toller Einnehmen. Aspekt, dass der andere, also der zweite Spieler, es sieht, was der andere baut. Das gibt zum Beispiel in The Forest ist es nicht so. Da muss der andere immer das erst setzen, damit der andere das sieht. Und das ist jetzt in dem Spiel. Und hier sehe ich wirklich, wenn du was hinsetzt. Hast du die Lust da braten gerade? Ja, vielleicht bringt es ja was. Oh. Du verschwendest die Nüsse. Flicken, ganz ehrlich, Essig. So. Kannst du ausprobieren, wenn wir genug Nüsse haben. Aber nicht, wenn ich die ganze Zeit an Fettmangel leide. Was frech. Schmeißt die ganze Fett. Oh, ich probiere das mal aus. Vielleicht bringt es ja was. Ich hab da Fettmangel.
Ich schau mal, ob ich irgendwie jagen gehen kann. Wobei, ich habe gerade eigentlich wenig Ausdauer. Also ich habe vorher nichts gefunden. Pass auf, ich muss jetzt gucken. Ey, eigentlich geht's mir ganz gut. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich lauf mal. Nee, ich habe keine Ausdauer. Das ist so schnell weg. Muss ich erstmal schön schlafen. Und dann lege ich mich nochmal schlafen. Tank nochmal ein bisschen Ausdauer. Irgendwo eine Fettreserve herholen, die wirklich dauerhaft hält. Irgendwas finden, was mir Fett bringt. Das wäre so der Oberburner. Ja, aber Fett ist bei mir jetzt auch das Wenigste. Aber bis jetzt haben wir halt nur diese eine Nüsse, die da was bringen. Ah, okay. Und die gibt's halt nicht so häufig. Dass du dich davon satt essen könntest. Ja, da rein. Oh. Ich schau mal, ob ich einen. So, ich habe jetzt gar keinen Speer mehr, ne? Ach. Sagst. Craften. Brauche ich einen langen Stock? Haben wir noch einen langen Stock irgendwo? Nee, aber ich brauche auch noch einen. Ich hack mal hier das Ding da. Ein langer Stock, wo ist der? Da. Herstellen. So. Dann ein Seil war das. Dann brauche ich noch. Holzscheit. Ah, praktisch. So, ja, ich muss ja erstmal ganz kurz. 1, 2. Wo war das? Herstellen. Genau, dann konnte ich das da herstellen. Die Steinklinge draufhauen und dann noch ein Seil draufhauen. Und so, dann herstellen, dann herstellen, dann herstellen, dann hier herstellen. Schnauze. Lass mich spielen. Mich wieder untersuchen. Wieder anscheinend irgendwas. Ah ja, da haben wir einen Blutigel. Weg mit dir. Das sind noch mehr. Das ist widerlich. So, das war's. Dann schaue ich mal, ob ich was herkrieg. Da ist ein Papagei, ein bisschen Fleisch ist auch nicht schlecht. Da ist noch eine Kokosnuss. So. Die nehme ich auch mit. Ich will ein bisschen Inventarmanagement machen hier. Kokosnuss dahin, Kokosnuss dahin. Blätter, kann ich die stapeln? Nein. Ach, scheiße. Vielleicht vorher machen sollen. Wieder kleine Stöcke. Die kriegst du ja aus normalen Stöcken. Teilweise, wenn du auf normale Stöcke sammeln gehst, dann kriegst du ja. Ja, ja. Wie viele Seile man da braucht. Hab ich keine mehr. Nee. Da hat man die Zwiebel rausbekommen. Die war auch nicht schlecht, ne? Von Kohlenhydrate her. Zwiebel ist gut. Oh ja, nein, jetzt habe ich da Zwiebel. So, oh, das ist eine unbekannte Zwiebel. Oh, da haben wir ein paar Nüsse. So, eine Nuss. Eine Nuss, okay. Bei der Palme war eine Nuss. Das muss man sich ein bisschen merken, da ist noch eine Nuss. Oh, geil. Da ist eine Höhle. Ah, ich glaube, in der war ich. Ja, ich war auch mal gerade vorher in der Höhle drin. Ja, dann ist es schon die Höhle, wo wir waren, oder? Die oh, da links. You gotta be kidding me. Ja, ich sehe es, dass meine.
eine Kokosnuss. Ich esse jetzt mal meine Kokosnuss, weil... Klingt ja auch fett, ne? Glaube ich. So. Sammeln. Essen. Essen. Oh, sehr schön. Dann trinken. Sammeln. Essen. Essen. Warte, wie schaut's mit Trinken aus? Ja, die können wir noch machen. Trinken. Herstellen. Seil. Und dann war das dieses Ding. Das benötige ich auch früher oder später. So. Und genau, ich wollte ja dann jetzt noch herstellen. Ein Stock. Ein Seil. Nee, warte, das war erstmal das weg. Zwei Obsidian-Dinger. Nee. Okay, krass. Vielleicht geht es auch so. Ah, fertig. Ah ja. Cool. Naja, schauen wir mal. Da ist wieder so eine Pflanze. Da muss doch so ein paar Nüsse sein. Dass es hier keine Affen gibt eigentlich in dem Spiel, das wundert mich schon regelrecht. Ja, man hört sie zwar, aber... Hin und wieder mal, ja, das stimmt. Leider keine. Brauchen wir jetzt eigentlich noch Blätter von dem Verbandszeug? Nicht, ne, gerade. Haben wir eigentlich genügend? Nee, haben wir genügend. Ich glaube, hier bin ich schon mal lange laufen. Ja. Ja, 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 ja. Bleib stehen. Oh, was ist das? Das lebt noch. Atme mal nicht so in dein Mikrofon, ha. Furchtbar. Ich habe jetzt nur ganz normal geatmet. War gerade voll gehört. Mann, jetzt ist mein Speer wieder weggelaufen. Ey, das ist echt schwer eigentlich dann, ne? Ein Viech hinterher zu laufen und das nicht zu verlieren. Ich will nicht, dass es umsonst gestorben ist. Nee, da brauche ich nicht. Oh Mann. Das arme Tier. Du bist einfach nur getötet, aber krieg's nicht mehr, weil ich es nicht finde. Ist auch scheiße, weil ich jetzt meinen Speer nicht finde. Speere sind wertvoll. Mann. Das ist nervig. Ist das vielleicht doch weiter gelaufen, wie ich dachte? Ey, jetzt bin ich aber unserer Base. Ey, wie habe ich denn das gemacht? Ist weit gelaufen. Ich gar nicht. Ey, verrückt. Ich bin nicht über die Holzbalken und so gelaufen.
Nee, ich finde den Speer nicht mehr. Hier ist weg. Leider. Mein Speer ist auch weg. Ärgerlich. So ärgerlich. Nervt mich. Ja, es ist einfach nervig, weißt du, schmeißt einen Speer hin, dann ist der Speer weg und das Fleisch weg. Blöd gesagt. Oh Mann. Ich will jetzt wieder kraufen. So. Dafür muss ich erstmal wieder Steine. 1, 2. Herstellen. Herstellen. Äste zulegen. Seil. Herstellen. So. Ist leider einfach nur weg. Hier vielleicht irgendwo rumliegen. Kannst du sowas von vergessen? Ist er hier? Nö. Schweinchen, 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 Schwein. Schweinchen, Schweinchen. Ich habe mich fast geschwungen. Oh, ich hab ihn. Bleib stehen. Darf es nicht verlieren. Nein, jetzt kommt da wieder ein Hügel. Jetzt wird es dunkel. Gut. Ey, das ist das Jagen, das geht gar nicht, ey. Ich finde die Viecher einfach nicht mehr. Jetzt habe ich wieder einen Speer weg und finde das Viech nicht. Ich weiß nicht, die laufen mal weg und über den Hügel und dann zack, die spawnt. Ja, das dachte ich mir aber auch schon mal. Kann ja nicht sein, da kommt ja nichts mehr. Jetzt wird's Nacht. Scheiße. Ja, ein Speer weg. Ich kann doch nicht jedes Mal einen Speer neu craften und nichts gewinnen daraus. Nee, ich muss schlafen gehen. Ist zu dunkel, ich sehe nichts, wie spät es ist. Ist auch erst 19 Uhr. Eine Taschenlampe oder so wäre ganz nice. Wie schaut es bei dir mit dem Essen aus? Bei mir? Gut. Ja. Es ist aber auch scheiße, ne? Weil die laufen dann in irgendein Gebüsch und dann kippen die wieder im größten Gebüsch um. Oh, ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, Mensch, der Steinspeer. Was macht der hier hinten, Mann? Fürchterlich. Arsch der Welt. Peer. Ja, die Knochen, die kannst du dir sonst wohin stecken. So, ich renne jetzt in unsere alte Base, weil ich gerade da näher dran bin. Ja. Mich kurz waschen und dann nochmal irgendwas. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, hier Blutigel runter. Waschen. Nochmal waschen. Das sieht so ekelhaft aus. Wenn du dich wäschst und hast aber so Blutigel am Arm und dann fährt er mit seiner anderen Hand da drüber. Ekelhaft. So. Und gesehen, dass die da waren. Immer gleich so viele. Es geht aber, finde ich, also... Ich habe mal 3 bis 5 Stück am Arm. So.
Machen da mal ein, zwei, drei auf. Mal ein bisschen was. So. Dann kann ich jetzt eigentlich schlafen gehen. Also ich lege mich jetzt schlafen. Ich meine, es ist eh schon 8:30. Ja, ich trinke noch mal was. Ah, ich liege. Ja, lieg auch gleich. Ah, perfekt. Was, um 5 stehen wir auf, so früh. Einmal ausschlafen. Perfekt. Pack die Uhr. Trinken, trinken, trinken. Kleines Lagerfeuer wäre nicht schlecht, sagt meine Uhr. So. Feuer ein großes. Ich glaube, das brauche ich nicht. Kleines Lagerfeuer. Also die Sache mit dem Fett, das ist schon... schwer, ne? Ja. Auch Probleme mit dem Fett. Kriege ich jetzt Stöcke her? Das sehe ich komisch an, das Blubbern vom Gewässer gerade. Wir haben ja schon die meisten. Die Bäume wachsen auch nicht so richtig nach, ne? Irgendwie haben die teilweise ein Problem. So. Nein, nein, das brauche ich nicht. Weg mit dir. Ja, wobei, vielleicht kann ich das sogar sammeln. Ja, aber das brauche ich nicht. Sammeln. Sammeln. Nicht nehmen. Ja, gut. Sammeln. Sammeln. Vielleicht haben wir die kleinen Stecker voll und dann können wir das Lagerfeuer bauen und können wir mal ein bisschen Futter geben. Was auf den Grill schmeißen. Ein paar Seile brauche ich auch mal wieder. Habe ich auch keine mehr. Oh, ich bin gerade erschrocken, hey. Warum? Weil der Fisch aus Versehen im Spiegel gerade über ein Wasser geschwommen ist. Und auf einmal kam so auf Augenhöhe ein Fisch daher. Okay. Perfekt, dann muss ich nur noch eine Glut machen. Nutzen. Brauche ich wieder ein bisschen Trocknes. Komm schon, komm schon. Perfekt. Mal Feuer an. Legen da mal das Fleisch drauf. Lege ich halt die Zwiebel drauf. Aber mein Fleisch ist... verloren. Nee, ich habe das Fleisch zum Trocknen gelegt. Scheiße. Okay, die kann man also nicht essen. Was? Ja, da kam... hab so eine komische Blüte gefunden. Stand Essen da. Ich hab's einfach probiert. War das die, das muss ich jetzt sehen. War das die Seerosenblüte? Nee, nee. So. Sagt Fett brauche ich, dann esse ich das jetzt. Frage, warum stand gerade bei mir bei einer Banane hineinstecken? Ich bin gerade auf eine Banane gegangen und dann stand da Essen sammeln hineinstecken. Glaube ich nicht, dass ich irgendwie verlesen. Nee, wirklich. Stand da. Jetzt ist es weg. Bringt 6 Kohlenhydrate und 8 Wasser. Braucht man jetzt nicht zwingend, denke ich. Naja. Essen. Kohlenhydrate müsste ich jetzt voll haben. Wasser auch. Und brauche ich eigentlich nur noch ein paar Proteine. Kann ich eigentlich gleich nochmal jagen gehen? Aber ich
Craft mir jetzt auch mal einen Bogen oder sowas. Vielleicht kann man mit dem besser jagen. Weiß es nicht. Hast du einen Bogen? Ja. Kann man mit dem besser jagen? Naja, es wackelt extrem rum. Jawohl, direkter Tod. Na gut, aber man kann ja Bogenschießen, glaube ich, lernen. Also man wird besser, vielleicht wird es dann auch besser. Wackelt es da nicht so rum am Anfang? Wo ist mein Speer? Achso, hier habe ich wieder eine Hand. Die Knochen, die brauche ich nicht. Wieder schmutzig, kann ich mich gleich wieder waschen gehen. Waschen. Waschen. So. Ich würde eigentlich mal die Folge diesmal wieder beenden. Vielleicht diesmal ein bisschen früher. Vielleicht fangen wir mal an, jetzt mal die Folgen ein bisschen kürzer zu halten. Weil es ist ja furchtbar. Oh, Boah, das ich kann. unten. Angelhaken. Wie hast du das jetzt gemacht? Mit Fischgräten. Aber ich habe ja Fischgräten, aber wieso steht bei dir jetzt Angelhaken? Weiß ich nicht. Ich hab. Da konntest du halt herstellen. Ich weiß, was es Fett bringt. Was denn? Getrocknetes Fleisch. Bringt Fett. Getrocknetes Fleisch bringt Fett. Ich habe die Lösung gefunden. Cool. Der Hammer. Ist das der Hammer? Gleich mal ein Trockengestell bauen, oder? Aber das ist schon fertig. So. Dann. So. Noch was? Und wow, jetzt bin ich echt. Trinken. Trinken. Leer, 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 leer. Wir haben jetzt ein bisschen noch, das heißt, das dürfte vielleicht reichen. Ich bin überall voll und Fett habe ich 3/4. Geil. Mein Leben ist echt ganz voll. Das heißt, ich kann mal die Blüte da versuchen, probieren. Warte, davor speichere ich mal wieder. Speichern. Achtung, ich speichere. So. Speicher Vorgang. Und jetzt, was ist denn jetzt los? Esse ich jetzt mal die Blüte. Schauen wir mal. Herstellen. Das geht nicht. Minus 2 Lebensmittelvergiftung. Ich habe was gegen die Lebensmittelvergiftung gefunden. Oh mein Gott. Geil. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuschauen und bist du soweit? Ja. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.